Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Dwarf Fortress. Natürlich Steam Edition, ne? Ich weiß nicht, ich muss ich nicht mehr dabei sagen, ne? Das ist ja einmal drin und dann sind wir auch drin. Weißt du, wie ich meine? Ich habe natürlich auch Pause gemacht, ist ja klar. Wir sind immer noch hier. Und ja, ich hatte nämlich hier jetzt mal so langsam angefangen. Ich kann mal wieder auf Pause lösen machen. So ein paar Minings zu begeben hier, ne? Wir machen einfach mal hier. Ziehen wir das mal hier so durch so ein bisschen. Man kann das natürlich auch anders machen. Man kann einmal drauf drücken, seine Größe angeben und dann nach unten oder nach oben, wie auch immer, wohin scrollen. Dann hast du einen Multi-Befehl. Also es geht dann über alle Ebenen. Das ist überhaupt kein Problem, weißt du das eigentlich nicht? Aber wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? Außerdem haben wir hier ein paar Farmer, weil ich habe nämlich überlegt, wir haben übrigens ein neues Schweinchen bekommen, ein neues Ferkel. Also ich tippe mal, weil wir jetzt Sommer. Wir haben jetzt Sommer, aber es ist ein Jahr vergangen schon, ne? Also man kriegt nur einmal im Jahr einen Ferkel. Wir haben Rock Cabinets, das ist schon mal sehr schön. Wir haben Schwefel entdeckt. Und irgendwas anderes. Keine Ahnung. Weil ich wollte nämlich jetzt mal so langsam, ich habe nämlich festgestellt, ich habe mir ein bisschen durchgescrollt. Durch meine Festung hier. Man könnte die Carpenter und so, ist halt hier. Und ich wollte jetzt mal anfangen hier so mit so Cloth-Geschichten. Weil ihr erinnert euch, wir haben ja auch so einen Bag-Auftrag gegeben. So, wir wollten Ledertaschen herstellen und dann fiel mir gerade auf, dass ich hier gar keinen Lederkollegen habe, der Leder machen kann. Und der aufmerksame Beobachter stellt fest, oh, das stimmt halt nicht, das kann ja gar nicht gehen. Ganz genau. Und deswegen habe ich gedacht, weißt du was, Alter? Dann machen wir das mal eben, wa? So, hier müssen wir nochmal. So. Das will ich gerne so haben, weil ich hätte das gerade gerne so, ne? Wenn ich in jeder Etage schon mal weiß, alles klar, hier können wir dies und das und jenes abbauen. Oder auch nicht. So, dann sind wir auch soweit durch. Aber hier können wir schon mal ein Cabinet. Hier können wir schon mal Cabinets reinballern. Feucht und fröhlich. Pass auf, nehmen wir Furniture. Hier Cabinet. Wir brauchen gar nicht so viele. Genau, wir machen alles nach Kabinettmäßig, werden wir hier rein Dioriten. Rein Diorit. So, pass auf, immer schön die Diorits rein. So einen Schrank kann man ja ruhig schon mal dahinstellen. Wenn man gerade schon mal da hat, dann macht man ihn einfach dahin. Sind jetzt alle nicht die geilsten hier, ne? So ein Schrank. Haben wir halt gerade da, warum nicht? Komm, mach voll hier. Ist egal, ist alles wurscht. So, hier rein, da rein. Dann sind die alle weg. Kann er gleich 10 neue machen. So sieht es nämlich aus, mein Freund. Haben wir Doors? Können wir Doors vielleicht nochmal irgendwo reinpacken? Das sehen wir jetzt so gar nicht, das ist ja doof. Wir haben eine Obsidian Door, ja rein damit. So, dann haben wir die auch weg. Ich fange schon wieder an. Ich werde bekloppt mit meinem Esk. Kannst du mal Esk drücken, bitte? Warum habe ich das so gemacht? Ich weiß nicht, ich habe einfach nicht aufgepasst. So. Nach unten geht's nicht, so weiter hier. Ich habe hier festgestellt, hier wohnt einer. Der ist tatsächlich in unsere Festung eingezogen und der möchte ja gerne Monster killen. So war das doch hier, ne? Und dann haben wir den einziehen, oder beziehungsweise sie ist eine sie. Ja, heutzutage ist das, glaube ich, eine wertvolle Information, dass eine sie auch eine sie sein kann. Auf jeden Fall ist es so, dass die Kollegin hier jetzt bei uns wohnt. Ich weiß nicht wo, vielleicht sollte man ihr, oder vielleicht nimmt die sich auch irgendwo ein Bett, keine Ahnung. Vielleicht sollte ich auch mal eine Taverne bauen. Denn man kann auch einer Taverne Betträume, also so Zimmer zuweisen, die dann vermietet werden an Gäste sozusagen. Allerdings weiß ich nicht, sie ist ja kein Gast in dem Sinne, sie ist ja bei uns eingezogen. Ne? Ob sie dann trotzdem als Gast gilt und sich dann irgendwo ein Bett schnappt, einfach weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, weil sie schläft hier dauernd irgendwie auf der Erde.
im Gras. Das heißt, dauernd hier hat es auf jeden Fall getan. Man weiß es nicht. Sie hat 5 Kinder. Ich weiß nicht, wo die alle sind. Vielleicht wohnen die auch hier. Nee, die wohnen nicht hier. Da habe ich keins gesehen. Ich habe kein menschliches Kind gesehen. Auf alle Fälle, ja, ist hier ja nichts zum Jagen. Eigentlich haben wir festgestellt, haben wir gehofft, haben wir uns so ausgerechnet. Ja, die hängt halt hier rum. In den Caves hier. Oder wegen den Caves wahrscheinlich sogar, ne? Hängt die hier rum. Um halt hier mal irgendwie jagen zu können, ne? So, und hier haben wir schon Sachen geschmeltet. Wir haben Eisen, wir haben Eisen, wir haben Blei, wir haben Silber, wir haben sonst mal nichts erstmal, ne? Das ist alles, was wir hier so rausgekriegt haben. Hier kommt Blei und Silber raus, ne? Und Hämatit ist, glaube ich, tatsächlich nur Eisen. Ja. Geil. Ich bin schon voll. Ich habe schon voll drauf. Ne? Ich habe schon voll. Ich bin schon voll. Ja, ich bin schon voll. Um diese Zeit? Nee, das geht ja gar nicht. Ey, wir haben 11 Drinks. Wir sind im Plus. Ich werde bekloppt. Das freut mich sehr. Das macht mich sehr glücklich. Aber Moment. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir das Fass gekauft haben, ne? Schade. Ich wollte schon freuen, dass wir jetzt endlich mal eine sichere Seite haben. Aber haben wir nicht. Haben wir noch nicht. Also ich fürchte mal, wir sind noch nicht so weit. So, Leder. Ich wollte Ledersachen machen. Ich weiß nicht, was Dazide ist. Dazide, wir können mal gucken, was Dazide. Dazide macht da gar nichts. Ich würde natürlich jetzt gerne hier irgendwas haben. Schwefel ist das nämlich. Das ist alles Dazide. Obsidian. Da können wir mal gucken, was da rauskommt. Das ist natürlich Mikroline, ist auch nur zum Bilden. Ich würde, wenn ich hier was ausbuddel, Obsidian, ist alles Obsidian, ja, Mikroline, dann haben wir schon wieder eine Petition. Leroud Ratchman wishes to receive in spin for the purpose of irregular to approve this. Ja, komm. Die fressen uns zwar die Haare vom Kopf, aber lass sie einfach hier wohnen. Hier liegt gerade nichts mehr rum. Der hat auch alles ausgebuddelt. Wir warten mal hier, was hier passiert. Ich möchte gerne. Hier ist Obsidian auch. Wollt ihr nicht? Oder könnt ihr nicht? So, der geht wieder, ne? Der wird bald leaven. Das ist okay. Make Rock Koffer ist auch komplett. You struck Hämatite. Ja, das ist schön. Das wussten wir doch schon. Wir haben gar kein butschelbares Animal gerade da. Wieso sind die denn hier nicht zugange? Meine lieben Friends und Kupfersteckers, könnt ihr immer weitermachen, bitte? Wir haben hier überall noch Tasks offen. Tasks. Schwefel können wir auch nichts mitmachen. Geil. Hier ist Hämatite, aber das kennen wir ja schon. Warum hat er mir das gebotschaftet? Ich weiß es nicht. Ich habe Orthoklatze. Weiß der Geier wo? Sehe jetzt mal da und da, was liegen bleibt, ist natürlich doof, aber was willst du machen? Das ist alles Mikroline. Pyrapolosus können wir auch nicht gebrauchen. Sharp Blades. Können wir scharfe Messer rausmachen, haben wir schon mal gesehen, glaube ich. Mikroline. Galina ist Blei und Silber, ja. Das wussten wir schon. Ich habe schon wieder Pause gedrückt, heimlich. Diorit Kobaltit können wir leider nicht benutzen. Diorit. This is Diorit. Herzlichen Glückwunsch. Also jetzt, wenn da ein Ohr drin ist, ein Ohr, ja, dann sieht das ja so aus, ne? Eigentlich. Oder wenn das ein reiner Making Furniture? Achso, ja, klar. Keine Ahnung, was ich jetzt dachte. Hämatit. So, das ist doch auch. Ne, warte mal. Sieht Ohr immer so aus? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich fürchte bald ja. Wenn Ohr-Klamotten rausfallen, sieht das immer anders aus. Sieht das so aus? Und normale Steine sehen so aus. So, es schlacht mich tot. Da kann auch was anderes sein. Kann auch anders sein. Natürlich kann es auch anders sein. So, wir wollen Ledergeschichten machen. Ich hätte aber jetzt gerne eine Wand gefunden. So, wir machen das Ledergeschäft oder das Cloth
mal hier so hin, das ist schön weiß, in der Diazidwoll. Da fangen wir jetzt mal an mit Leder oder mit Stoff an sich, so mit allem, was so nah Nähkästen und was weiß der Geier, was zu tun hat. Machen wir mal hier fertig, ne? Gehen wir mal rein. Rein in den Lachs. So. Hier ein paar Gänge, damit wir hier nicht so alone in the wall sind. Vielleicht fällt da noch mal das eine oder andere ab. Wir haben noch gar keinen Jeweler. Jeweler würde ich auch gerne machen, weil der Jeweler, der braucht nämlich auch Jewels. Und dieser Jeweler, den brauche ich, ja, ich weiß nicht, ob ich den machen soll. Weil ich glaube, damit kann man dann auch auf die Nase fallen. Aber scheiß drauf. Wenn wir auf die Nase fallen, dann fallen wir halt. Und zwar so richtig, ne? Ich mache den aus Diorit. Ich weiß nicht mehr, was ich hier genommen habe. Da habe ich Mikrolin genommen. Naja. Guck mal, unser Stockpile ist immer voll. Was mich interessiert, das ist doch jetzt ein Diorit-Koffer. Der hat einen Wert von 10. Das ist einfach nur ein Koffer. Und das ist eine Bin. Und das ist eine Bin. Da sind schon Sachen drin, ne? Jetzt würde mich interessieren, ob hier irgendwo ein Koffer. Ich habe ja auch Bins machen lassen. Aus Kupfer. aus Kupfer. Guck mal, wie schnell das Ding voll ist. Ne? Das Ding ist so schnell voll. Das gibt's gar nicht. Das ist so voll. Man bräuchte ein so ein riesen Ding. Meine lieben Freunde, das kann ich euch mal sagen. Man bräuchte vielleicht noch mal ein so ein Ding, wo nur. Ich mache jetzt, pass mal auf, wir machen das mal so. Ich will mal. Wir machen jetzt hier ein Riesending. Wie mein Mann seiner, der muss nämlich so groß sein. Falls wir noch Workshops brauchen, können wir die hier um die Ecke machen. Weißt du? Und wenn nicht, dann nicht. Alles andere würde ich jetzt erstmal. Wo habe ich jetzt angefangen? Hier? Ne, wo habe ich angefangen? Oh, Scheiße, ich bin immer rein. Hier. Genau, machen wir weiter. Jetzt habe ich das natürlich da unten angelümmelt. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir. Torco ist es. Genau, wir haben hier einen Jeweler. Einen Jeweler. Den Jeweler. Wo haben wir den hingemacht? Da war er doch. Da haben wir den Jeweler. Da ist einer Farmer geworden, aus Versehen. Da haben wir den Jeweler. Nein. Ein Jeweler. Und dieser Jeweler, der muss Gems cutten. Oh Mann. So. Und der kann auch Dinge verbessern und also der kann Gravuren machen auf Gegenständen und so. Aber das ist alles erstmal uninteressant. Wir wollen diese Gems haben. Und das heißt jetzt hier, dass wir hier nochmal einen Befehl geben. Ein Jeweler. Cut Gems. So nämlich. Und Gems cutten. Ich weiß nicht, ob 10 reichen immer so. Ne? Man muss das irgendwie mal rausfinden eines Tages. 50, komm. 50 Gems immer. Und dann kannst du ruhig mal weitermachen, wenn da vielleicht 20 nur noch da sind. Machst du noch mal ein paar. So sieht's aus. Dann haben wir das auch schon mal so ein bisschen geschniedelt, weil alles, was Holz, was nicht Holz ist, so vielleicht, können wir ja gut gebrauchen, ne? Ich möchte mir den Stockpile mal angucken. Da haben wir wirklich alles. Ich würde mal sagen, so. Ach, Emmo. Bars, Blocks und dies und das. Ich glaube, Bars und Blocks brauchen wir nicht reinmachen. Das haben wir ja woanders schon.
Seeds brauchen die auch nicht rein. Fruits and Leaves brauchen die glaube ich auch nicht rein. Dann wäre das schon mal so ein bisschen die Drinks. Glaube ich auch nicht. Pflanzen auch nicht. So. Das ist schon mal ein bisschen, das ist schon sehr viel eigentlich, ne? Empty Cages können da, glaube ich, können da von mir aus ruhig hin. Und solche Sachen. Also haben wir wieder ein bisschen Platz gefunden. Jetzt werden die hier und da mal was wegräumen. Eigentlich brauchen wir mehr Bins. Ne? Tatsächlich, wir brauchen eine Menge Bins, damit die Sachen kann man auch in Kisten packen. Nur wenn wir keine Kisten haben, dann müssen wir die halt so einzeln dahin legen. Das ist natürlich doof. No Migrants. Wir haben aber ordentlich an Wert dazu geholt. Ich weiß nicht wieso, ich weiß gar nicht wofür, warum, weshalb, weil wir hier weiter gelümmelt haben. Wir haben Workshops gebaut, mehr haben wir nicht gemacht, oder? Ja, okay, wir haben ein Artefakt gemacht und so, ne? Aber so viel Wert war das ja nun nicht. Wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht zu viel Aufsehen erregen. Aber keine Migrants ist okay. Menschliche Maceman ist visiting, ist also angekommen, besucht uns mal so ein bisschen. Da ist noch ein Farmer, okay. Galina, Helitor, kenne ich nicht. The merchants from have embarked on their journey. Die sind aufgebrochen. Make rock table has been completed. Suspend the construction of marmor cabinet. Warum? Keine Ahnung. So, wer will hier schon wieder einziehen? Zetuk Azur Blower Kleinert. Wishes to receive. Ja, komm, mach. Mir egal jetzt mittlerweile. Auch wenn wir hier. Jetzt haben wir wieder keine Drinks. Das ist sehr, sehr Arsch. You know Arsch? Leckst mich an solchem, bitte. Der klippert da. Lass es sein. So. Hier ist Galina Wall. Hier ist Mikrolin Wall. Was haben wir hier? Green Citron. Da haben wir einen dicken Goldklumpen. Nur noch einen dicken, fetten Goldklumpen. Noch mehr Goldklumpen. Oh, Gold ist hier. Oh, Gold. Wir können wertvolle Sachen herstellen. Wollen wir aber nicht. Wir brauchen Holz. Bienenstock, Hespin. Oh, Bienenstock. Ja, das. Warum drücke ich hier? Ich wollte F1 drücken eigentlich. So, wir haben jetzt Bienenstock. Das Ding ist, wir haben jetzt hier ein Dach drüber. Naja, fast. Ne? Aber egal, ob da ein Dach drüber ist oder nicht, es wird hier drinnen trotzdem ein draußen sein. Und das werden wir uns auch nochmal zunutze machen eines Tages, wenn wir jung und schön werden. Wenn wir also so weitergeht. Wenn das also so, weißt du, wie ich meine? Es wird so sein, dass wir das tatsächlich eines Tages weitermachen werden. Ausnutzen werden. Und wir fangen, glaube ich, schon mal an. Und so eine kleine Ecke hier zu bauen. Wir erweitern unsere Außenfestung. Ja? Wir haben 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finde ich gut. So, das Ganze, weil das natürlich auch wunderschön ist. Ich hoffe, wir haben noch genug Marmor. Nehmen wir das natürlich in Marmor. Da wir jetzt nicht mehr so viel Marmor haben, würde ich sagen, wir machen die genauso lang. Oder? Ja. Aber warum nicht? Aber warum nicht? So, hier. 11 Stück nochmal. Zack. Kriegen wir das Ding hier zu? Ganz schön viel hier. 8. Okay, das reicht ja sonst immer so eben. Ne? Das Schöne ist, wir können auch das Dach hinterher, aber wir haben nur diese eine Treppe, die wir hier brauchen. Das ist gut. Ich würde gerne diesen Fußboden hier mal sehen. Der ist so weiß, ne? Keine Ahnung. Weil das ist ja schon da so halb drauf. Das ist so weiß hier, ne? Sieht komisch aus irgendwie. So, und hier draußen gibt es nämlich noch andere Möglichkeiten, Sachen anzupflanzen. Hier, wenn man hier draußen ist und dann auf Farmer, Workshop, Farming, Farmplot. Ja?
Dann kann man hier draußen nämlich hergehen und sagen, hier, ich hätte, okay, da wo jetzt hier so ein Stein rausguckt aus dem Boden, da kann man natürlich nichts hinbefarmen, ne? So, aber jetzt kann man hier zum Beispiel, wenn da jetzt mal einer kommt demnächst, hier draußen kann man andere Sachen noch anpflanzen, ne? Outside Pflanzes, wie wir auch in Deutsch sagen. So, na, der ist noch am Lümmeln, da muss einer kommen, der das aufbaut, mal eben. Und was wir auch brauchen ist, wir können jetzt hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie kann denn das sein? Kann man das nicht anders machen? Da, ich muss jetzt einzeln anklicken hier. Wie kann das denn sein? Habe ich das falsch gemacht? Ja, offensichtlich. Ja, ich habe hier 9 gezählt und habe dann hier innen angefangen. Ne? Das war natürlich wieder extrem schlau. So bin ich halt, ne? Ich bin halt ein extrem schlauer. Also ich bin, also manchmal drüber. Also, da erschrecke ich mich aber selber, das sage ich aber. So, hier kommt die Mauer hin. Die Mauer kommt hin. Rein. Das reicht nochmal so gerade eben. Okay, dann lassen wir es halt so. Dann kann man halt hier so vorbeigehen, ist ja auch schön, ne? So, jetzt weiß ich nicht, Bienen. Wir wollen jetzt hier ein Bienendings hinstellen auch. Und selbst wenn wir dann später mal ein Dach darüber bauen, sollte das so sein, dass das durchaus ein draußen bleibt. Und deswegen können wir ruhig deine Biene hinstellen, aber ich weiß gar nicht, ich habe hier jetzt keine Bienen gesehen. Vielleicht sind hier keine und weißt du, kann ja sein. Was ist denn hier? Macht da mal einer den Farmplot? Struck Lapislazuli. Oh, aber das ist glaube ich nur, also bei Minecraft ist es ja nur so ein Färbeding, ne? Aber wir sind hier weit entfernt von Minecraft, durchaus, ja. Also wir sind hier wesentlich kompakter noch. Also nicht kompakter, sondern hier, wie heißt es nochmal? Ich habe diese Worte, ich vergessen gerne. Wir sind, ach ja, Moschusosken, das wissen wir eigentlich, dass die hier sind. Ich suche gerade nach Bienen, aber wahrscheinlich werden hier keine sein. Werden kein Glück haben. Ich weiß nicht, da! Wir haben Bienen. Sehr gut. Dann können wir das doch mal ausprobieren. Ich weiß jetzt, also ausprobieren werden wir es wahrscheinlich nicht. Wir werden es nicht erfahren, ob das so sein wird. Wir werden vielleicht mal eines Tages wissen, wie viel ist das denn? Also, ich wollte sagen, eventuell. Ich weiß jetzt nicht, wir wollen ja hier einen Farmplot machen und dann eine Biene hinstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Bienen einen Einfluss auf diesen Farmplot haben. Ob die da irgendwie, ihr wisst schon, so mit Bestäuben und so. Ob da irgendwas ist, verstehst du? Ob man da was machen kann. Wir brauchen hier natürlich einen Ausgang. Ist ja klar, ne? So, und könnte denn jetzt mal bitte jemand hier diesen. Warum hängt die hier rum? Hier, wo die ganzen Knochen und diese Geschisse liegt. Diese Kinder sind echt merkwürdig, ne? Diese Kinder sind mir echt auch manchmal unheimlich. Das ist echt ja so. Man kann auch hergehen und diese Ochsen hier einfangen. Oder das zumindest mal versuchen. Man könnte die auch vielleicht sogar zähmen. Aber da wir unsere Brücke gerade nicht brauchen, würde ich sagen, ziehen wir mal den Lever. Pull Lever ist jetzt auch nicht so wichtig. Dass der schnell gezogen wird oder so. Und dann sehen wir gleich mal, wie die Brücke hochgeht. Und da, das kann passieren. Der nimmt das Pferd mit runter. Wieso das denn? Der, die da. Was macht die da? Sie ist ein Legendary Bone Carver und das als Kind. Alter, wenn die mal groß wird, mein lieber Scholli, da ist was im, da ist was im, also da kommt wohl rein.
Da kommt was rein, das sag ich dir. Aber wie alt ist denn das Mädel nochmal hier? Wo steht das? Acht. Jetzt ist die Frage, was macht die da? Wieso hat die dann ein Pferd in der Hand? Beziehungsweise führt das Pferd irgendwo hin? Legendary Bone Carver, das ist also ein Knochengraveur sozusagen. Sword, Satisfied Work. Schon mal krass, dass sie überhaupt was worked. Nicht? Ja, das ist die Mutter hier. Unser Makler ist die Mutter. Unser Farmer ist der Pfarrer. Dann hat sie noch eine Schwester, die genauso heißt. Und noch ein Sister. Und noch ein Sister. Und noch ein Sister. Sie haben da ganz viele Zisters. Was macht das Gaul hier? She felt after being confined. Entschuldigung, bitte. Ich hab schon, also ich weiß es auch nicht, was hier los ist. Ich gehe mal hier auf die Zones und guck mal hier rein, ob da was irgendwie im Argen ist. Haben wir dann. Hier ist Stray Pferd und Stray Pferd. Alles super. Du sollst sie oben abhängen, am besten. Ich weiß nicht, warum die dich jetzt da mitschleppt. Ich habe Angst. Ich hatte mich doch schon auf Fohlen gefreut. Eigentlich. Eigentlich. Jetzt steht er hier wieder ganz allein auf der Wiese. Der arme Kerl. Ja, jetzt kommt endlich der Farmer hier. Oder? Nein, der hat eine Wand gebaut. Where the fuck is my farmer? Farm Cook Brew. Wir haben noch so viele kompetent Planter. Kompetent Planter. Dabbling Brewer. Den nehmen wir mit. Ich kann das auch noch machen. Novize Herbalist. Der eine geht noch. Talented Brewer, das wird ein adäquat Cheesemaker. Kompetent Planter, ja, so läuft. Kommst du jetzt mal bitte hier hin? Aber egal, ob der jetzt kommt oder nicht, wir können auf jeden Fall, können wir schon mal hier den, ist das ein Furniture? Nein, es ist ein Workshop Farming Hive. Den stellen wir schon mal hier hin. Und da haben wir jetzt die Wahl. Einen, der ist schon mal ganz gut. Den würde ich schon mal nehmen. Aber hier ist ein Meisterstück. Das stelle ich da hin. Ein meisterhaft gefertigter Bienenstock. Hier heißt er wieder Hive, wenn ich hier drüber gehe. Deswegen, man sagt, man munkelt. So gerne man das, dieses, oder ich auch, also es gibt eine Menge Leute, die das gerne auch auf Deutsch hätten, so ein bisschen alles, ne? Weil in meiner Generation gibt es schon, also ich habe Englisch gelernt, aber ich habe es dann nie weiter so, also ich hab viele Sachen kenne ich nicht oder weiß ich halt nicht mehr oder wie auch immer. Und dann ist es natürlich scheiße, wenn du solche Spiele hier auf Englisch hast und nicht verstehst, was die von dir wollen hier, ne? Oder ich verstehe einiges, aber nicht alles. Und also alles schon mal überhaupt gar nicht, ne? Aber ich verstehe weniger, als ich gerne möchte. So. Immer klar, ich bin immer schon 46, kann ich mich auch noch weiterbilden und so weiter und so fort. Ich werde schon 47 demnächst, ne? Ich bin schon alt. So, weißt du Bescheid. Auf jeden Fall. Was auch immer ich sagen wollte. Wir bauen jetzt hier echt erstmal die Mauer, ne? Ich kann sie auch nicht davon abbringen. So. Also Englisch und dann übersetzen, bla bla. Übersetzungen hier und so weiter und so fort. Ich möchte hier schon einigermaßen gute Tür haben. Oder? Das ist scheißegal. Nehmen wir die, weil die halt die Farbe passt. Ja, ich kann. Weißt du, deswegen gibt es halt viele Leute auch, und es gibt ja noch einige Menschen, die weniger, weitaus weniger, noch weitaus weniger Englisch verstehen als ich. Und von daher wünschen sich einige, dass man das auf Deutsch übersetzt. Aber es gilt eigentlich so ein bisschen so, dass es geht das
Mysterium um, so dass man sagt, Dwarf Fortress ist nicht übersetzbar. Also ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr schwer ist. So, das ist noch so ein Dwarf Fortress-Ding. Man kann ja, diese Zwerge können sich ja hier Haustiere halten. Und eigentlich, also sie können sich nahezu jedes Tier als Haustier aussuchen, sozusagen. Ne, wenn sie ein Haustier möchten, da steht ein Wasserbüffel, dann nehme ich den Wasserbüffel, das ist mein Haustier jetzt. Ne? Oder sie bringen ja auch schon mal Haustiere mit, das ist ein Esel oder ein was weiß ich. Es sind auch oft Hunde und Katzen und so. Aber bei Katzen ist es andersrum. Ne? Also wenn ihr Kätzchen habt oder sowas, die suchen sich einen aus, den die als Haustier haben wollen. Ne? Also nicht der Zwerg sagt, ich möchte diese Katze haben oder dass diese Katze, komm her, du bist jetzt mein Haustier, sondern nein. Die sind nicht daran interessiert, dass sie einer aussucht, sondern sie suchen sich den Besitzer aus. So sieht's aus. Das ist echt krass, ne? Das ist so eine witzige Sache halt. Finde ich ganz witzig, okay. Vielleicht war es doch nicht so witzig, aber ich finde es witzig. Es ist ja, es ist nicht, ich wollte fast sagen, es ist wie im echten Leben, aber es ist ja, ganz so ist es ja nicht im echten Leben. Hier sucht man sich die Katze aus, aber die Katze muss ja auch nicht damit einverstanden sein. Das kann ja auch sein, ne? Katzen sind andere Wesen. Also ja. Verstehst du, wie ich meine? Will hier schon wieder eine einziehen? Was ist denn hier los? Warum wollt ihr alle hier einziehen? Ihr könnt alle einziehen. Ist mir scheißegal. Zieht ein. Ich habe zwar nichts zu saufen, aber zieht ruhig ein. Ich wollte wissen, was das hier ist. Warum ist das hier käfigmäßig? So. Menschlicher Spearman ist visiting. Der Dings ist gekommen. Ein Pearlhuhn haben wir jetzt auch schon. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass hier mal einer diesen verschissenen Farmplot baut, bitte. What the fuck is the matter? Kannst du mir das mal anpflanzen? Wie spät haben wir denn schon wieder? Wir haben schon wieder eine halbe Stunde rum. Es tut mir leid, Freunde. Es ist jetzt nicht so viel passiert. Aber ich muss diese Folge hier beenden. Ich muss hier oben immer gucken, wie viel Platz ich noch habe auf meiner Festplatte. Dann schaue ich da oben hin. Das sind gerade noch 40 GB. Ne? Also ich könnte theoretisch könnte ich 4 Folgen aufnehmen oder so. Ne? Also wenn ich natürlich nur die Hälfte aufnehme, dann 8. Noch ein bisschen ein weniger, weil das wird immer langsamer. Dann werden es 7, aber das schon mache ich nicht. Ich glaube, 7 Folgen nehme ich nicht auf. Aber ich habe jetzt, wir sehen uns nächstes Mal. Ne? Ciao.